100% Level Reset. Muss hier weg. Ich kann nichts sehen. Meister, ihr seid wieder da. Du dummes Skelett, hilf uns, Asker zu seinem Sarg zu bringen. Wie ihr wünscht. Dort ist er. Du dort, Vampirdiener. Wir müssen Asker zu seinem Sarg bringen. Niemals, dieses verdammte Schwein soll in der Hölle schmoren. Ah ja, ja, das ist wahrscheinlich so ein kontrollierter Vampir gewesen, der gegen seinen Willen von uns unterworfen wurde. Was redest du da, elender Wurm? Ist das Lane? Er hat sich mit ihr verbündet, elende Verräter. Hier immer schön die Timestamps aufschreiben, wo Rechtschreibfehler sind und alles, alles als Feedback an den Developer. Ihr dreckigen Hunde, was fällt euch ein? Muss ich jetzt meine Diener auch noch vernichten? Was passiert hier? Ich kann nichts sehen. Du hast uns versklavt, Asker. Unseren Willen beherrscht. Doch das ist jetzt vorbei. Wir sind frei und werden dir niemals mehr gehorchen. Wagt es bloß nicht. Ihr niederen Würmer seid meine Diener. Wir spucken auf euch, Asker. Verdammter Mist, Selene. Alles um mich herum ist schwarz. Hilf mir, ihnen die verdammten Köpfe abzuschlagen. Na, ein bisschen verzweifelt. Er ist ein irrender Krüppel, ein Schwächling. Schlagen wir ihm den Schädel ab. Meister, wir werden euch beschützen. Ich muss weg hier. Elaine will fliehen. Tötet Asker und dann schnappt euch Elaine. Selene, halte Elaine auf. Sie darf nicht entkommen. Aber ich muss dich beschützen, Geliebte. Unsere eigenen Vampire greifen uns an. Schmort in der Ebene des Blutes. Ah, das Halsband. Wartet, was ist das? Dieser Schmerz. Ihr Halsband glüht. Tötet alle Feinde des Meisters. Oh, vielleicht resettet das Ding alle Level von allen Vampiren. Oder so. Dann sind alle einfach nutzlos. Elaine! Hä? Jester, bist du im Game? Sie explodiert gleich. Das ist teuflische Magie. Ah! Verschwinden wir, bevor sie alles mit sich reißt. Wir werden euch jagen und vernichten, ihr elenden Verräter. Elaine, wo bist du? Asker, Achtung, die Treppe. Elaine, sag etwas. Ah, ich kann nicht weg. Dieses verfluchte Halsband, dieser elende Elras. Ich bin an Asker gebunden. Das freut Asker jetzt wahrscheinlich sogar. Ach so, der Stein kann die Kontrolle übertragen, oder was? Dann hilf mir sofort, Asker zu seinem Sarg zu bringen, Hure. Oder das Halsband wird dein Untergang sein. Das darf nicht wahr sein. Ja, das waren damals auch so Zeiten, da durfte man noch so reden. Du bist schwer dran, Schwester. Was? Okay. Also, ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich alle nicht, weil ihr alle keinen Vampire's Dawn gespielt habt. Aber, also, hier, die da unten schwebt, das ist Jaina. Das war die Tochter von Valner und Elaine, die sie halt umgewandelt haben. Und die sich dann gegen die gewendet hat. Nyria ist ihre Schwester und die ist Kriegerin. Weiß gar nicht, wie, was ich jetzt hier am besten erkläre. Aber im vorherigen Teil war es nicht so, dass die sich mochten. Eher, dass Nyria auch gegen Jaina gekämpft hat, weil sie ja von einem Elrasgeist besessen war. Und Jaina manipuliert gerade Elaine, dass Elaine sie wiederbelebt. Manipuliert sie Nyria auch? Oder mag sie Nyria? Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Nee, Nyria ist
Mensch. Ein ziemlich starker Mensch. Bist spät dran, Schwester. Es, wenn du eine Ahnung hättest, wie schwierig der Wechsel zwischen der Ebene des Blutes und der echten Welt ist, Nyria. Ich versuche, Jane ein bisschen bitchy zu sprechen, weil ich glaube, die ist auch ein bisschen bitchy. Noch nicht. Und Nyria muss ich eigentlich so ein bisschen tapfer sprechen. Ich weiß, wie soll ich eine weibliche, tapfere Stimme machen? Ich weiß es nicht. Schickt mir... Schreibt es in die Kommentare, Leute! Schickt mir Voice-Samples. Keine Ahnung. Sei nicht albern. Unser Plan hat wunderbar funktioniert. Dank der Elras sind Elaine und Asuka nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aha. Weißt du überhaupt, was wir da erschaffen haben? Was für eine dumme Frage, Schwester. Mach dir keine Gedanken. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe gesehen, wie Asuka erbärmlich vor seiner eigenen Schwäche gewimmert hat, als sich seine beherrschten Vampire gegen ihn gewandt haben. Ich hoffe, du weißt wirklich, was du tust. Dieses Gerede von Vincent Reynard und dem Heiligen Kreuzzug, die Erschaffung dunkler Magier, was ist nur mit dir passiert? Als wenn du das nicht schon oft genug von mir gehört hättest, diese Welt lässt sich nur noch retten, wenn wir alle Vampire vernichten, inklusive Valna, Asuka und Elaine. Hey, du bist selber Vampir! Oder weiß sie das gar nicht? Weiß Nyria gar nicht? Doch, das muss sie wissen. Der Preis, den wir alle dafür bezahlen müssen, ist verdammt hoch. Valna und Elaine haben mich gegen meinen Willen zu einem Vampir gemacht. Nur deswegen konnte mich ein verdammter Schattengeist als Wirtskörper verwenden. Stimmt nicht. Hätten ja auch so gekonnt, aber hätte ihn nicht so viel gebracht. Wieso ist sie dann nicht gealtert? Oder wo sind wir jetzt in der Tat? Ja, Alter, voll der gute Punkt eigentlich. Wobei... Also wir sind... Hä? Scheiße, du hast voll den Fehler gefunden. Also... Nyria war noch relativ jung... Aber wenn jetzt die Rede hier ist von Jahrzehnten des Krieges, ich meine, das sind ja da mindestens 20 Jahre, da müsste die mindestens so 36 sein, mindestens, sehr mindestens. Gut, mit 36 kann man noch so aussehen, alles gut. Hat sich halt gut gehalten. Hat wahrscheinlich so eine Wäscheklammer im Nacken. Ich verstehe, dass du wütend bist, aber das war ich auch jahrelang auf dich. Und wohin hat mich das geführt? Der Kampf gegen die Vampire erfordert offenbar Bündnisse, die ich immer für undenkbar hielt. Hör auf damit, es ist wichtig, dass wir jetzt weiterhin zusammen unseren Plan verfolgen. Unsere Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir haben nur noch uns, wir gegen den Rest der Welt. Okay. Es wird Zeit, dich endlich wieder zu beleben. Ich war ein Vampir der zweiten Generation. Mächtig genug, um temporär in dieser Welt zu erscheinen. Eine Fähigkeit, die ich in den letzten Jahrzehnten so gut wie möglich perfektioniert habe. Denn als Blutgeist kann ich fast überall sein. Trotz unfassbarer Qualen. Der Schmerz raubt dir doch jegliches Vermögen, vernünftig zu denken. Ja, ich weiß nicht, ob sie 16 war, also man hat sie eigentlich, glaube ich, von Babyalter aus begleitet oder zumindest Kleinkind. Und dann ist sie irgendwann in die Armee gegangen. Ja, vielleicht war sie auch 18 oder 20, ich weiß es nicht, irgendwie sowas, aber nicht älter, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Naja. So unfassbar lange schmiede ich diesen Plan schon. Meine Rache. Wir werden alle Vampire vernichten. Alle voran Valna und Elaine. Dann müssen wir uns beeilen. Von der Menschheit ist nicht mehr viel übrig. Wir brauchen die Steintafel. Und holen uns das Buch...
Haemon, sorry, und holen uns das Buch der Elrasse zurück. Allein sollte damit wirklich nicht rumlaufen. Und es hat genau den Zweck erfüllt, den ich im Sinn hatte, als ich sie das Buch holen ließ. Wir sollen im Kampf. Wir sollen... Boah, hey. Jetzt bin ich gerade... Ich muss jetzt erstmal einen kurzen Schluck trinken. Dann schaue ich mal, wie es weitergeht mit diesem Voice-Acting hier. Wir sollten keinen Vampir unterschätzen. Ein Sieg wird nicht so einfach werden. Nicht so einfach? Unendliche Qualen zu erladen ist nicht so einfach. Was glaubst du, wie einfach es ist, diesen Haufen an Soldaten zu führen, als Frau in einer Welt, die von Männern dominiert wird? Die Geschichte von Vincent Vaynard, die ich dir erzählt habe, gibt den Menschen Hoffnung und schafft einen gemeinsamen Feind. Erzähle sie einfach immer weiter und diese Narren werden dir auch in Zukunft folgen. Ich muss mich nur noch um ein anderes Problem kümmern. In meiner Armee und vielen Dörfern verschwinden in den letzten Monaten vor allem Frauen. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Das haben wir letzte Folge bzw. letzten Stream herausgefunden, was dahinter steckt. Meinst du, die Vampire suchen sich jetzt gezielt Frauen als Opfer aus? Ich weiß es nicht, noch nicht. Doch meine Speer konnten vermutlich ein nahes Versteck der Vampire orten, aus der Frauenschreie kam. Ich sammle in Kürze meine Truppen und werde dort angreifen. Ja, ich glaube, es wurde nie explizit ein Alter genannt. Vielleicht hat sie ja den ewigen Jungbrunnen gefunden. Kann ja auch sein. Ist alles möglich. Oder sie ist ein Elras? Keine Ahnung. Alles möglich. Vergiss unseren Plan nicht. Jeder weitere Tag in der Ebene des Blutgeister. Jetzt ist es wieder die Ebene der Blutgeister. Lässt mich weiterleiden. Na schön, ich besorge das Buch wieder einmal. Und dann kümmere ich mich um das Vampir-Versteck. Ich wollte gerade Vampir-Dreieck sagen. Das Buch ist nicht schwer versteckt, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich konnte vor einiger Zeit allein hier heimlich folgen und ihr Versteck auskundschaften. Ich weiß, wo der Eingang in ihr Geheimkammer ist. Dort wird sie ihr Buch sicherlich versteckt haben. Ein Blutgeist zu sein hat ganz offenbar nicht nur Nachteile. Das ist keine Ahnung von meinen Schmerzen, also sprich hier keinen Unsinn. Sie ist, glaube ich, echt so ein Zundere. Es wird Zeit, dass wir dich wieder richtig in diese Welt holen. Sehr gut. Du solltest dir einige Soldaten mitnehmen, falls du dort auch Wachen triffst. Also Jaina macht schon den Eindruck. Ein paar Soldaten mitnehmen? Ich weiß nicht, wie lange diese Geschichte von Vincent Vaynard und meine Männer noch ihr Kriegswillen hält, wenn ich bald keine Frauen mehr in der Armee habe. Ich muss mich darum kümmern, sobald ich das Buch habe. Kann ich jetzt Nyria spielen? Na schön, ich sollte nach unten gehen und mir einige Soldaten aussuchen, mit denen ich das Buch der Elras wiederhole. Guck mal, ich bin Nyria, ich bin bestimmt broken. Level 72. Nicht schlecht. So, jetzt wird es mal gespeichert. Zum ersten Mal nach einer Stunde 20. Unverantwortlich ist es. Anzahl Speicherung 36. Das ist ja cool, dass es da steht. Hä? Ach so, Autosaves werden mitgezählt. Digimon Tamers. Kenn ich nicht. Ich habe letztens auf Steam irgendein Digimon-Spiel gesehen. Aber das war mixed bewertet. Ich glaube, das war nicht Tamers. Oder war das Tamers? Sah ein bisschen aus wie Dota Auto Chess. Oder war das? Warte mal, LOL Auto Chess. Also, ich habe keine Ahnung von Auto Chess. By the way, falls die Musik immer noch ein bisschen zu laut ist,
kann ich die noch weiter runter regeln. Ich bin mir da nicht sicher. Lady Nyria, falls ihr aufbrechen wollt, warten unsere Soldaten innerhalb der Burg nur auf eure Befehle. Ich sollte ins Erdgeschoss gehen und mir meinen Trupp zusammenstellen. Dann habt eine gute Reise. Die Reise wird super wunderprächtig, sag ich dir. Ja, gespannt, was es alles für Mechanics gibt. Es gab im Zweier hat man auch eine Vampirarmee geführt, tatsächlich. Oder eine Söldnerarmee geht auch. Auf jeden Fall hat man Burgen eingenommen. Mit so einem kleinen Mini-Strategiespiel. Ist halt die Frage, ob wir jetzt auch so Burgen erobern können oder nicht. Vampire, das Gesamtkompendium, ein absolutes Standardwerk. Halt mal mein Messer, gemeine Tricks von Meuchelmördern. Ich hasse Meuchelmörder. Mensch. Ja, ich mag die eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Ach so, das war eine Serie, ja, cool. Tod ist besser als halbtot. Der letzte Schlag ist wichtig. Da ist was Wahres dran. Ich sag's dir, diese Büchertitel sind Genius in dem Spiel. Stell dir mal vor, du machst dir so ein Spiel mit ungefähr, keine Ahnung, bestimmt 500 Bücherregalen. Und dann musst du jedes Mal irgendein Kackbuch betiteln. Kriegstaktik für Anfänger. Ein gutes Buch, das jeder Neuling mindestens einmal gelesen haben sollte. Vor allem mit jedem Charakter, mit dem man es liest, falls wir jetzt dann später hier nochmal hinkommen mit den anderen. Sagt ja was anderes dazu. Du, ich habe keine Ahnung, welche Staffeln ich von Digimon kenne. Ich habe einige bisschen gesehen, aber keine komplett. Yo, Jason! Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ne? Schau gerne auch bei den YouTube-Videos vorbei. Die sind zwar nicht so... Ich meine natürlich, die sind geil. Hallo YouTube. Ja. Und danke für das Wasser. Chester verlässt mich auch gleich wegen Digimon. Naja. Der Sieg Vincent Waynards über die Vampire. Dieses Buch muss auf der gesamten Welt verteilt werden. Der Dolch ist das Schwert des Kleinmannes, wie man Kinder richtig bewaffnet. Traurig, dass dies überhaupt in diesen Zeiten notwendig ist. Ey, ich glaube Malex, das ist der Developer, der alleinige, ja, vielleicht nicht ganz alleinig, aber das ist der Erschaffer von Vampire Storm. Der hat sich ja selbst übertroffen jetzt schon mit den Buchtiteln. Bogen, Dolch, Schwert. Die richtige Waffe für den richtigen Anlass. Als wenn man das lesen müsste. Fleischeslust oder Fleischesfrust. Soldaten und ihre Bedürfnisse. Ja, was zum Teufel macht so ein Buch? Ja, ich meine, da stand ja Soldat drin in dem Buch, deswegen ist es berechtigt. Ja, ich rede jetzt nicht mit, oder? Rede ich mit jedem? Im Moment sind keine Vampiraktivitäten in der Nähe zu erkennen, Milady. Diese verdammten Kreaturen können jederzeit auftauchen. Haltet aber daher immer euren Blick auf den Horizont gerichtet. Mir befiehlt Milady. Ja, das tut mir leid. Dafür habe ich hier ein Herzpillow. Vielleicht muss ich durch die Mitte, ne? Hier das Außen sind nur so Häusle. Ne, hier kann man runter. Okay. Empfehle, 6 Soldaten oder Soldatin Nyria zu begleiten. Wähle nach Bauchgefühl. Die einzelnen Personen haben unterschiedliche versteckte Stärkewerte. Aha. RNG-Gruppen-Dings. Aber 6 Leute?
Kann ich eine 7er Party bauen oder was? Das wäre ja heftig. Ein guter Tag, um Vampire zu vernichten, Milady. So ist es. Jeder Tag, der vergeht, macht unsere Vampire nur stärker, solange wir sie nicht bekämpfen. Was habt ihr vor, Lady Neria? Unsere Späher haben ein Vampirversteck gefunden, in dem ein magisches Artefakt versteckt ist, das uns dabei helfen wird, den Kampf gegen die Vampire zu gewinnen. Nimmt mich mit, mein Schwertarm ist kräftig und wird die Vampire reihenweise köpfen. Ja, der muss jetzt erstmal sich gedulden, ich nehme jetzt nicht jeden, der das Beste mit hier. Der sieht aus wie so ein Jüngling da. Bitte, Milady, überdenkt nochmal, ich bin ein guter Soldat. Ich meine, von hier oben sehen die alle gleich aus. Was hat denn der an? Ist das nur eine Lederrüstung oder was? Die? Achso, ist eine Frau. Die hat Namen im Gesicht. Die ist kampferprobt. Ich glaube, die nehme ich mit. Lady Neria. Es sind schon wieder zwei Kameradinnen verschwunden. Was passiert hier nur? Das will ich jetzt aufklären. Es wird Zeit, dieses Treiben ein für alle Mal zu beenden. Kein Vampir wird jemals wieder seine widerlichen Krallen in eine meiner Soldaten oder an die Frauen in den Dörfern legen. Doch zuvor muss ich mich um ein anderes Problem kümmern. Ich brauche ein altes Artefakt aus einem vermutlich gut bewachten Vampirnest. Ich werde euch mit all meinen Kräften unterstützen. Ich sag trotzdem erstmal nein. Lass mich mitkämpfen, ich möchte meine Kameradin retten. Achso, sind Frauen braun? Oder? Nee. Lady Neria, ich mache mir Sorgen um die ganzen verschwundenen Kameradinnen. Diese dreckigen Vampire haben es auf uns abgesehen. Das ist in der Tat meine größte Sorge. Doch bevor ich dieses Problem lösen kann, brauche ich unbedingt noch ein Artefakt der Vampire. Dann nehmt mich mit! Ich werde alles geben, um diese verdammten Vampire zur Strecke zu bringen. Ja, sie sieht natürlich wieder nicht so kämpferprobt aus. Sie hat eine krasse Rüstung. Aber, also, ja. So, das Steam-Overlay könnte ich natürlich auch mal ausschalten. So. Boah, nee. Kein Schwein im Raten. Was dann? Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen. Warte mal. Hä? Hier oben war doch auch... Warte mal. Ist sie hier hinter der Wand? Es gab zwei Lederrüstungen, Leute, oder? Die mit... Ja, genau. Sie und die andere mit braunen Augen. Oder den anderen. Ne, die Neria. Ich konnte erst kürzlich meinen dritten Vampir erschlagen. Sehr gut, doch du darfst nicht übermütig werden, Soldat. Auch unter den Vampiren gibt es gute und schlechte Kämpfer. Der nächste Vampir könnte viel mächtiger sein als die Vampire, die du erschlagen hast. Natürlich, Milady. Ich plane einen Angriff auf ein Vampirversteck. Bist du bereit für den nächsten Kampf gegen einen Vampir? Ich hatte nur auf euren Befehlen, ja, Lady Neria. Der hat schon mal Vampire erschlagen. Wie ihr wünscht, doch ich wäre bereit für den nächsten Einsatz, Milady. Frage ist, ob die anderen das auch schon mal gemacht haben oder ob er jetzt, ne, ob er so stolz ist, weil er jetzt endlich den dritten hat. Oh, der ist kampferprobt. Der hat aber auch nur ein Auge, das ist vielleicht ein bisschen schlecht, vielleicht haut er daneben manchmal. Diese verdammten Vampire werden immer mehr. Wie hat es Vincent Wayne nur geschafft, sie alle zu vernichten? Ja, indem er selber der größte Vampir war. Niemals zuvor gab es jemanden mit seinem Willen, den Vampiren zu zeigen, dass die Menschheit keine schwächlichen Lämmer sind. Seinen Fähigkeiten als Anführer haben wir es zu verdanken, dass die Vampire vor vielen Jahrhunderten vernichtet wurden. Leider offenbar nicht vollständig. Woher diese verfluchten Monster auch gekommen sind, wir werden es im Namen von Vincent Waynard wieder schaffen, sie zu besiegen und die Menschheit zu retten. Lasst mich dabei sein, wenn ihr loszieht. Nein, warte mal. Also jetzt mal ernsthaft. 1, 2, 3. Hey, da drüben war doch noch jemand. Gibt's da einen Geheimgang?
Okay, vielleicht habe ich... Mann, jetzt weiß ich dann wieder nicht mehr, wer... Okay, okay. Das war die, mit der ich geredet habe. Die nehme ich wahrscheinlich mit. So, jetzt ist die Frage hier. Ach, Lila. Hey. Du, gell? Herr Deniria, ihr seht aus, als würdet ihr euch auf einen Einsatz vorbereiten. So ist es. Und ich suche fähige Frauen und Männer, die mit mir kommen. Ich könnte tatsächlich eine komplette Frauengruppe machen. Krass. Mach ich aber nicht. Sonst, wenn ich eine komplette Frauengruppe mache, habe ich die Befürchtung, dass alle Männer, die hier sind, flüchten. Ne? Weil es keine Frauen mehr gibt. Ihr könnt jederzeit auf mich zählen, auch wenn ich mir noch keine Ritterrüstung verdient habe, werde ich euch vorher voller Inbrunst unterstützen. Ach, so ist es. Okay, die Braunen haben sich noch keine Ritterrüstung verdient. Das heißt, die sind quasi schwächer. Aber ich hab da so eine Theorie, weil ich, jetzt wo ich das weiß, könnte ich ja einfach alle mit Ritterrüstung mitnehmen. Aber dann wäre das Schloss schlechter bewacht. Oder? Ach, guck an, der hat auch eine Narbe. Ich nehme alle mit Narben mit. Milady. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ich brauche einige Soldaten für einen Angriff auf ein Vampirversteck. Dann nehmt mich mit, Milady. Wie ihr wisst, bin ich einer eurer erfahrensten Soldaten. Zusammen werden wir diese verdammten Vampire vernichten. Ich vertraue auf euer Gespür, Milady. Aber ich stehe bereit, falls ihr mich doch benötigt. Ich könnte natürlich... Also ich habe die Befürchtung, dass mein Schloss hier angegriffen werden könnte. Ich weiß doch gar nicht, ob ich auf Nyrias Seite bin oder nicht. Aber eigentlich schon. Die ist ja auch immerhin der einzige Mensch, den man spielen kann, glaube ich. Zumindest der einzige Main-Character-Mensch. Ich meine, wenn ich die Rüstung... Also den Erfahrensten würde ich da lassen, weil der kann dann in meiner Abwesenheit befehligen. Ich glaube, mit ihr habe ich schon geredet. Ja, habe ich schon. So, wer ist er? Augenklappenboy. Ich muss trainieren, um gegen die verdammten Vampire bestehen zu können. Das ist die richtige Einstellung, Soldat. Ich freue mich auf meinen ersten Einsatz unter eurer Führung, Lady Nyria. Weißt du was? Er kommt jetzt mit, der ist zwar wahrscheinlich schlecht. Ach, oder kann ich den... Okay, ich kann es nicht rückgängig machen. Ist er... Ja, ja. Okay. Wollt ihr mit unserem Gefangenen sprechen? Nein, ich suche tapfere Krieger für den Angriffstrupp. Ich werde die Speerspitze bilden und ein Vampirsprechsteck vernichten, indem ich ein mächtiges Artefakt der Vampire vermute. Ja, kann ja sein. Aber hier zu trainieren bringt ihm ja auch nichts. Der muss Feld Experience und der ist motiviert. Und Motivation ist wichtig. Der kommt jetzt erstmal nicht mit. Dann bewache ich weiterhin die Gefangenen, Milady. Der bewacht die Gefangenen, den kann ich auch nicht mitnehmen. Was für Gefangene? Hier gibt es keine Gefangene. Aber ich nehme ihn trotzdem nicht mit. Das heißt, ich nehme jetzt hier Lady Lederrüstung noch mit. Die mit den Narben. Hier geht's unten lang. Und dann brauche ich aber noch jemanden, der Erfahrung hat. Ich glaube, sie könnte erfahren sein und trotzdem keine Ritterrüstung haben. Wir treffen uns in einer halben Stunde vor dem Burgturm. Wir werden diese Vampire nicht entkommen lassen. So, wer ist er? Genau, ihn nehme ich nur mit. Ah, warte mal, soll ich 6 Leute? Vampir schlagen. Bla bla. Ist mir egal. Komm, du kommst jetzt mit. Drittens. So. Jetzt. Okay. Questlog. Muss ich. Hier siehst du offen. Wähle 6 Soldaten.
Ich musste wirklich 6 Soldaten haben. Ich habe doch keine. Ich habe doch gar nicht so viel Platz. Wie viele Leute sind denn hier? Oh, den habe ich davor gemeint. Elyria, was verschafft mir die Ehre? Wollt ihr euch wieder unseren Büchern widmen? Bereite einen Angriff auf einen versteckten Vampire vor. Für Bücher habe ich jetzt keine Zeit. Es wäre mir eine Ehre, wenn diese alten Knochen euch im Kampf unterstützen könnten. Der ist halt leider Sack, ne? Der ist alt und hat sich noch keine Ritterrüstung verdient. Was heißt denn das jetzt? Heißt das, er ist so schwach? Ich glaube, sie nehme ich mit. Aber ich glaube, die macht hier nichts Wichtiges. Die chillt hier einfach nur so rum. Und die hat eine Ritterrüstung, das heißt, sie hat sich schon irgendwas verdient. Ja, die Sache ist, Vampire haben keinen Trieb normalerweise. Deswegen bringt das auch nichts. Und ich vermute echt irgendwie, weil es werden ja gerade die Frauen alle geklaut, ne? Ich weiß zwar nicht, wie krass das Spiel ist, aber ich gehe mal von einem hohen Niveau aus jetzt. Und da gerade gesagt wurde, Nyri hat Angst, dass die Soldaten alle desertieren, weil wir keine Frauen mehr haben. Ah, das ist der Erfahrenste, ja. Wenn die keine Frauen mehr haben, dann verpissen die sich. Deswegen muss ich ein paar Frauen da lassen. So, okay, der kommt mit. Wer ist das? Ja, ich kann halt jetzt... Boah, Mann! 1, 2... Wie viel gibt's insgesamt? 3, 4... Es gibt ja nicht so viele, oder? Ich muss die meisten mitnehmen. Bin ich hergekommen? Wer ist das nochmal? Guten Tag, um Vampire zu vernichten. Klar, okay. Was machst du? Was hast du vor? Steck. Es kann natürlich auch einfach sein, dass gar nichts passiert und die Besten mitzunehmen sich einfach lohnt. Also es wäre Easy Mode. Ja, gut, den nehme ich mit, der macht eh auch nichts. So. Das waren jetzt 6, oder? Habe ich jetzt 6 Leute? Ich habe Augenklappenboy. Ich habe Rüstungslady, ich habe den Dude. Ich habe die andere Lederrüstungsfrau. Oder muss ich alle mitnehmen? 1, 2, 3. 4 war das hier unten. Nee, wer ist das? Verdammt. Bla bla. Ja gut, dann nehme ich den noch mit. So. Dann, also jetzt habe ich noch so einen Dude, der Sachen bewacht und so einen Dude, der erfahren ist und ein paar Rekruten hier. Easy. So, was muss ich machen? Vor das Tor gehen, ne? Ja, du musst... Also, für Vampire ist halt Blut trinken das Befriedigendste. Da gehen die richtig drauf ab. Da muss ich jetzt nicht rein. Hä? Gab's unten einen Ausgang? Ich speichere jetzt erstmal nochmal einen neuen Spielstand. So. Was mache ich hier gerade? Questlog. Offen. Lasse Burkhoran. Burkhoran ist es. Guck an. Die gab's früher auch schon. Stimmt! Die Map müsste ja eigentlich die gleiche sein. Aber es gibt bestimmt jetzt gleich wieder eine Weltenumwandlung und so. Es gibt ständig eine Weltenumwandlung. Ach, hier sind Pfeile. Ja, geil. Elinyra, wartet. Ach, der alte Sack, den gibt's auch noch. Jo, der ist grün. Waren die anderen auch grün? Serbaltur, da seid ihr ja. Habt ihr euch vor mir versteckt?
Nehme ich den Sauno mit, oder was? Die Soldaten berichteten mir gerade, dass er einen Angriff auf ein Vampirversteck plant, um ein mächtiges Artefakt der Vampire zu erbeuten. Warte mal. Baltur, ich glaube, das war der Typ, der die Frauen entführt. War das der Typ, der die Frauen entführt hat? Also so ein paar solche Ritter sind dafür verantwortlich, dass die Frauen geklaut werden. Die haben dann die Männer von den Frauen, haben die überredet. So, ja, die Vampire haben sie geklaut. Und jetzt geben wir dir Lederrüstung und ein Kackschwert. Und geben wir euch die Chance, die selber zurückzuholen. Und dann haben die sich verpisst. Also die klauen aktiv Frauen und lassen die Männer verrecken. So ist es. Und während ich fort bin, möchte ich, dass ihr weiter das Verschwinden unserer weiblichen Soldaten untersucht. Oh nein! Hätte ich doch alle Frauen mitnehmen müssen. Damit er die jetzt nicht klaut. Scheiße. Ich mag sowas so blind zu spielen, weil ich habe so viele Theorien, was eigentlich über so einen Scope von so einem Spiel komplett rausgeht meistens. Aber kann ja sein. Wenn wir nur die Ursache herausfinden könnten. Mir ist bewusst, dass ihr bereits seit einigen Wochen versucht zu klären, warum und wohin unsere weiblichen Soldaten verschwinden. Doch seid ihr noch nicht viel weiter gekommen und das Verschwinden zehrt an der Moral unserer Truppen. Ihr wisst ja, wie intensiv ich das Ganze bereits verfolge. Meine oberste Priorität ist es, dieses Problem zu lösen. Halt dein Maul, Alter. Wenn das der ist, dann mag ich den nicht. Dann bin ich ganz, ganz traurig und will den bitte schön ein Schwert in den Po stecken. Enttäuscht mich nicht länger. Ich werde mich sonst selbst der Sache annehmen, sobald ich das Artefakt der Vampire geborgen habe. Bis dahin möchte ich, dass ihr eure Bemühungen intensiviert. Ihr wollt euch selbst darum kümmern? Habt ihr kein Vertrauen in meine Fähigkeiten mehr? Nein. Darüber reden wir, wenn ich wieder zurück bin. Ihr solltet euch lieber weiterhin im Kampf gegen die Vampire widmen. Ich werde das Geheimnis und das Verschwinden unserer Soldatinnen bald aufgeklärt haben. Gebt mir noch etwas Zeit, Milady. Ist das Problem, sonst muss ich mir einen anderen Hauptmann suchen. Verdammt, das nimmt kein gutes Ende. Ja, wahrscheinlich nicht für dich. Ne? Ja. Das ist alles deine verdammte Schuld, elendes Miststück! Halt den Mund! Ihr habt doch die Rune verwendet. Nur deswegen sind wir jetzt... Alter, meine Lesekünste. Nur deswegen sind wir jetzt in dieser Situation. Situation? Situation? So nennst du das hier? Das ist eine verdammte Katastrophe. Ich habe das verfluchte Halsband der Elras um den Hals hängen. Ich kann nicht mehr von Aska weg. Das ist die Katastrophe. Ja, es... Ich meine, Aska ist ja auch... Also, da bin ich ja hin und her gerissen, weil Aska ist eigentlich die coolste Socke, aber er ist auch einfach ein bisschen dummes Arschloch. Muss man mal so ganz klar sagen. Ich sollte dich einfach hier und jetzt köpfen und erlösen, Hure. Ohne mich kommt ihr niemals an die Bruchstücke und das Buch. Das ist auch der einzige Grund, warum er dein verdammter Kopf noch nicht von mir aufgespießt wurde. Ein Anime-Fiesling. Ich weiß auch nicht, also Aska ist... Der widerspricht so ein bisschen. Also sein Writing widerspricht, glaube ich, so ein bisschen dem, was er wirklich sein soll. Also er ist ein bisschen versaut, obwohl er eigentlich... Also Vampire haben ja keinen Trieb anscheinend, aber er irgendwie schon anscheinend. Oder ich weiß nicht, was er für ein Fetisch hat. Aber ja, egal. Schau dir die Videos von Blake Box an. Alle. Und dann wirst du verstehen, was ich meine. Wobei, ich kann es auch sagen, es gab so eine Storyline, weil um einen Vampir wiederzubeleben, irgendwie braucht man das Blut eines Vampirs, der mit einem Menschen geschlafen hat. Und Aska wollte das aber nicht machen.
Deswegen musste Valner oder Alain das machen. Und da widerspricht sich halt Askas die ganze Zeit Frauen anschaffen, um seine Mätressen zu sein oder so. Und da, wo er einmal die Chance hätte, vielleicht ist er zu schüchtern. Vielleicht ist er äußerlich so ein ganz, so ein harter Typ, aber das ist nur, damit keiner an ihn rankommt. Ja, ich glaube, das stimmt. Und nun hockst du wie ein kleines Hündchen an Askas Sarg und meinst, du müsstest auf ihn aufpassen. Ach, Aska liegt da drin. Als wenn das nötig wäre. Solltest du ihn köpfen, wird das Halsband deinen kleinen Verstand aus deinem Schädel schleudern. Das ist mir egal. Hauptsache, Aska bekommt die Bruchstücke niemals in seine Hände. Selbstmord hilft dir auch nicht weiter. Denn dann landest du in der Ebene des Blutes. Und eines verspreche ich dir, die Schmerzen dort lassen dich deine Entscheidung in alle Ewigkeit bereuen. Als wenn du wüsstest, was wahre Schmerzen sind. Du hast doch garantiert noch nie gelitten. Oder wer weiß, was das Halsband mit deinem Blutgeist anstellt, wenn er deinem Körper entweicht. Noch denkst du hättest hier die Kontrolle, aber diese Naivität wirst du in Kürze bereuen. Bald wird Aska wieder erwachen. Und dann bringst du uns zu den Bruchstücken. Falls er erwacht, diese Rune hat ihm ganz schön zugesetzt. Also, wenn dich die Elras und dein liebliches Halsband nicht auch völlig ausgelaugt hätten, du bist nur noch der elende Abklatsch eines mächtigen Vampirs. Ja, das stimmt ja eigentlich. Ist Selene jetzt auch resettet? Dann wäre die ja eigentlich noch krass vielleicht. Ich verspreche dir, ich werde dieses Halsband irgendwie los und dann hacke ich deinen Körper mit meinen Krallen in 1000 Stücke. Leere Drohung, deine Krallen sind völlig nutzlos. Die Rune hat alles korrumpiert. Ich finde einen Weg. Du bist nur eine dumme junge Vampirin, die sich in den falschen Kerl verliebt hat. Doch das wirst du schon bald selbst herausfinden. Ich habe dein Gelaber so unendlich satt. Richtiger Bitchfight. Ihr verdammten Skelette, bringt mir Bluttränke. Aska und ich brauchen Blut. Da direkt neben dir ist ein Blutpool. Aber gut. Du solltest mir besser auch welche geben, sonst wird meine Raserei alles nur noch schlimmer machen. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, das Blut vom Boden zu lecken. Deine Naivität wird dir schon sehr bald dein Untergang sein. Ich hasse dich. Ja, es scheint mir nach einer schönen Gruppendynamik auszusehen gleich. Opa, was hat das alles zu bedeuten? Nee, der kleine Junge hat auch diese... Der hat... Dies... Die haben ihm also quasi erzählt von der Folter, wie Arme abgerissen und wieder dran gemacht werden. Und von allen möglichen anderen. Ist schon kindestauglich, auf jeden Fall. Von nun an wurde alles nur noch schlimmer für Elaine. Sie war nun eine Gefangene von Aska und Selene. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich Selene oder Selene sage. Aufgrund des Halsbandes konnte sich Elaine nicht weit von Aska fortbewegen. Richtig. Und Askas Vernichtung würde nur dazu führen, dass das Halsband ihr den Verstand raubt. Ich frage mich, ob das ein weiblicher Charakter ist, weil hier ist ja schon irgendwie so ein bisschen so eine Andeutung. Kann natürlich auch das Gewand sein, einfach. Ich lese den trotzdem einfach in meiner eigenen Stimme, oder sie. Und was war nun mit dieser Rune? Was hat die mit den Vampiren angestellt? Alles, was die Elras erschaffen oder tun, dient nur einem Zweck, die Macht der Elras noch größer werden zu lassen. Die Rune hat die Kräfte der Vampire absorbiert? Ist das der Zweck dieser Rune gewesen, damit die Elras die Vampire leichter vernichten können? Eine bessere Erklärung kann ich euch nicht geben. Der rafft es ja komplett schnell.
Was für Andeutung? Und die Ausrüstung der Vampire wurde durch die Rune auch korrumpiert. Wie bereits gesagt, alles kann ich auch nicht erklären. Aber diese Rune wurde wohl nur erschaffen, um alles an einem Vampir zu zerstören, ohne den Vampir selbst zu vernichten. Seine Kräfte, seine Ausrüstung, seine Magie. Das heißt, das ist halt der Developer-Stein, der sagt, ja kacke, wir haben ein neues Spiel, wir brauchen mal wieder einen Grund zum Leveln. Warum? Das macht doch keinen Sinn! Nichts wurde bei den Elras jemals ohne einen tieferen Sinn getan oder erschaffen. Wir verstehen ihn nur noch nicht. In dieser Passage waren schon 2 oder 3 Rechtschreibfehler. Leute, Twitch-Stream bei 1 Stunde 53 Rechtschreibfehler. Und was hat es mit Nyria und ihrer Schwester Jane auf sich? Offenbar haben die beiden einen eigenen Plan mit Aska, Valna und Elaine, welcher sowohl das Zauberbuch als auch die Elras selbst beinhaltet. Es wird schon ein richtiger schöner 3 bis 4 Frontenkrieg, ich sag's dir. In der Tat, Nyria führt die Menschen in dem Heiligen Kreuzzug gegen die Vampire an. Doch im Hintergrund gibt Jaina die Befehle an ihre Schwester. Damn Jaina. Jaina ist jetzt wirklich die Böse, wobei man natürlich auch voll argumentieren kann, dass Valna und Elaine die eigentlichen Bösen sind. Okay, Aska zumindest. Valna und Elaine haben eigentlich nur den Fehler gemacht, Jaina zu erschaffen. Aber der war heftig, der Fehler. Genau. Wie können sie Schwestern sein? Warum ist Jaina ein Vampir und Nyria nicht? Warum sieht Nyria noch so jung aus? Hey, guck an! Warum sieht Nyria noch so jung aus, obwohl der Krieg zwischen Aska und Elaine doch Jahrzehnte ging und der Heilige Kreuzzug doch auch schon fast so lange gegen die Vampire kämpft? Und? Jaina und Nyria waren seit ihrer Jugend bitterlich zerstritten, nachdem Jaina den Tod von Nyrias bester Freundin zu verantworten hatte. Doch so viele Jahre sind vergangen und Jaina wurde in dieser Zeit von Elaine zu einem Vampir verwandelt. Sie sollte die vampirische Tochter von Elaine und Valna sein, da Vampire nicht mehr auf übliche Weise Kinder bekommen konnten. Das beantwortet meine Frage zu Nyria nicht. Ich kann dir darauf nicht die richtige Antwort geben, da ich sie nicht kenne. Sehr gutes Writing. Und wer ist Vincent Waynard? Ich habe noch nie von ihm gehört, Opa. Vor euch ist er nur eine Legende, eine Geschichte, die von Nyria erzählt wird, um die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs zu gemeinsamer Stärke zu führen. Alle Menschen brauchen ein Vorbild, um Großes zu leisten. Und doch ist sie, zumindest für euch, nichts weiter als eine weitere Lüge. Eine Lüge, auf dem der gesamte Heilige Kreuzzug aufbaut. Unsinn, der Heilige Kreuzzug wird uns retten. Oho. Also ist er noch ongoing. Sofern er nicht schon längst von Aska ausgelöscht wurde. All die Zeit, die wir schon in diesem Gefängnis verbringen. Okay, na gut. Wie ging es mit Aska weiter? Nun, er lag tagelang in Starre in seinem Sarg. Doch währenddessen stand die Zeit nicht still. Nyria traf sich nach einer mehrtägigen Seereise in Ediril ein und fand nach Jainas Hinweisen das Versteck von Elaine. Cool. Das feiere ich halt auch so an dem Spiel oder an der Reihe, dass man die Story irgendwie von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln immer spielt. Nicht nur so einen Hauptcharakter. Diese elenden Vampire. Sie haben alle Einwohner der Stadt getötet und sind dann weitergezogen. Ich werde diese verdammten Kreaturen vernichten. Jo, Nyria, das stimmt so nicht. Immerhin waren Jainas Anweisungen bislang richtig. Ich habe das Versteck unterhalb der Stadt gefunden. Hier soll sich das Buch der Elras befinden. Jetzt muss ich nur noch den Eingang in die Geheimkammer finden. Also war es quasi doch dumm von Aska und Selene hier nicht nochmal reinzuschauen. In was für ein dieser
In was für einen wahnsinnigen Plan hast du mich da noch reingezogen, Schwester? Ist das, was ich getan habe, wirklich der einzige Weg gewesen, um den Kampf gegen die Vampire zu gewinnen? Hat mich meine Verzweiflung blind gemacht? Ich wäre dafür, dass Nyria sich mit Elaine verbündet. Aber, naja. Nun, das werde ich wohl noch bald rausfinden. Yay, ein Safe! Es hat so ein Autosave gegeben, aber ich save trotzdem. Ja, da ist man immer, ich meine, die anderen sind ja auch Teil, die Main Character sind ja auch teilweise irgendwie tot oder bewegungsunfähig oder sonst irgendwas. Da muss man schon irgendwen anders spielen. Ist ja hier nichts ohne Konsequenz. Hier sollte der Geheimgang sein, sofern Jaina mir den Weg zum Buch korrekt beschrieben hat. Bist du da oben zwischen den Ketten, hä? Dort zwischen den Ketten. So, was hatte Jaina erzählt? Diesen Stein drücken? Dann die... Ich hörte, du musst das Feuer um. So. Und das letzte ist die Dunkle. Damn. Sehr gut, es hat geklappt. Alle zu mir! Ich habe einen Geheimgang gefunden. Hier wird das Artefakt versteckt sein. Finde ich auch, ja. Ich sollte nicht davon ausgehen, dass das Buch hier ungeschützt rumliegt. Ui, Traps. Boom. Zwischen den... Das von ist es. Hey, du wirst so von einem Schattengeist besessen gleich. Es wird nicht mehr funny. Dieses Buch, seitdem ich es das erste Mal in den Händen hielt, hat sich so viel verändert. Oh, Jaina, ich bete inständig, dass dein Plan korrekt funktioniert. Wenn nicht, dann habe ich diese Welt im Untergang geweiht. Das ist natürlich, das wäre natürlich so ein Plot-Twist, ne? Sie war ja eigentlich so der Retter, aber jetzt könnte sie auch der Vernichter werden. Vielleicht ist sie auch der mächtigste Vampir inzwischen und hält die zwei anderen Erzähler gefangen. Soldaten, zu mir! Übrigens hätte ich gerne jede einzelne Theorie, die ich im Laufe des Streams aufstelle, irgendwo dokumentiert. Mit Häkchenliste, was stimmt und was nicht. Na schön, mal schauen, was uns hier erwartet. Oh! Ah ja. Ja, 6 gegen 7. Verdammt, das wird nicht einfach. Na schön, Soldaten. Fuck man, wenn die Soldaten sterben, dann sind die wahrscheinlich tot, ne? Ich glaube nicht, dass die wiederbeleben. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen, als ich euch ausgesucht habe. Gebt euer Bestes und vernichtet diese Monster. Ich glaube, ich habe genau falsch ausgewählt, aber hey.